Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Dieses Mal mit Kamera und mit Brille. Yeah! Fox und Schwäne spielen. Neues Spiel? Nein, kein neues Spiel. Weiter! Wir werden unser Glück versuchen in diesem schon sehr schwierigen Spiel und teilweise auch nicht sehr verständlichen Spiel, weil man teilweise einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Achso, ich muss noch auf X drücken. So, wir sind hier am Rennen auf jeden Fall. Haben gerade diesen großen Typen da seine Deichsel geklaut. Hui! Und ich glaube, der ist jetzt hinter uns her, wenn mich alles täuscht. Oh, shit. Kann mich erinnern. Das war so kacke, da sind wir nicht weitergekommen, weil es nicht geht. Oh, scheiße, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Verdammt! Okay, es geht schon wieder gut los hier. Nein, schon vorbei. Wir sind schon am Arsch. Was? Kanu? Wieder hochspringen? Nein! Nein! Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Okay, verstanden. Jetzt habe ich es kapiert. Wir müssen nicht darauf springen, wir müssen unten durchtauchen. Wie gesagt, das ist immer nicht ganz gleich. Ganz einfach zu verstehen. Okay, wir sind am Ende, wir müssen jetzt doch rüberspringen. Könnt euch mal entscheiden, was ihr wollt. Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich fertig.
glaube, ich muss rüber und dann muss er das irgendwie nochmal versuchen rüber zu tun. Also rüber zu beamen, zu... Oh Gott, das ist echt... Leute... nicht rüber. Es geht nicht weiter. Es funktioniert nicht. Ich hasse dieses Spiel. Es geht nicht. Ich habe nicht genug Wind. Bück dich. Ich brauche Valium. Meine Nerven zu beruhigen. Bück dich! So. Es hat es bis dahin doch recht gut geklappt. Was soll das? Nein, 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 bleib da oben. Okay, endlich. Auf diesen Windstoß habe ich gewartet. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Hilfe. Ist ein bisschen weit, oder? Tschüss! War klar, da unten ist so ein Pfeil. Oh, oh, oh. Ach komm, Leute, das wird immer heftiger. Ja komm, bring's hoch! Nein, Scheiß. Diese Schleuder ist der größte Schrott auf dieser Welt. Nein, 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 nein. Nein! Oh, fuck! Ach, Leute, komm, das ist nicht lustig! Ja, komm, bring's halt hoch, du Blöde! Oh, Gott. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, diese Schleuder. Warum tue ich mir das an? Warum, Leute? Warum tue ich mir das an?
Oh Gott. Wir gehen den ganzen Weg zurück, ne? Jetzt sind wir auf den Eisschollen. Oh. Oh. Los, zieh die Dinger da rüber! Ah. Geh runter! Rüber! Wo kommst du denn her? Warum springe ich jetzt? Ich hab keinen Wind! Was soll ich denn jetzt bitte schon machen mit dem Eisbären? Nicht verärgern, arschen? Ja, ist ja wohl klar, was sonst, ne? Ist ja kein Streichelzoo hier. Hä? Komm schon. Nee, er ist jetzt nicht in. What? Das Mädchen gelangt ins Dorf zurück. Der Schneestürmer war ihm dicht auf den Fersen. Ihm, ihr. Der Schneestürmer gibt ihm eine Deichsel. Das Mädchen schlug die Deichsel auf einen Stein. Und die Klinge stumpf zu machen. Dann warf sie dem Riesen zu. Er war so glücklich, dass er lachte und zu singen begann. Wer hat die Klinge meiner Dechsel zerschlagen? Wenn du morgen nach draußen gehst, wirst du Kribus-Spuren sehen. Das Mädchen wurde wieder mit seiner Familie vereint. Die Übersetzung ist ein bisschen komisch. Der Fuchs sagte zu dem Mädchen: Falls du wieder einmal den Weg nach Hause suchst, halte einfach dort oben nach mir Ausschau. Und er schwebte hinauf in den Nachthimmel. Das Sternzeichen Fuchs. So hatte Nasruk mir die Geschichte erzählt. Das ist eine komische Übersetzung.
Und das war's. Never Alone ist vorbei, ist aus. Wir haben's durchgespielt, wir haben's geschafft. Wer hätte das gedacht? Okay, cool, ja. Ja, die Steuerung ist schon ein bisschen... Also gerade die Schleuder ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, Leute. Also das ist... Hättet ihr ein bisschen besser machen können. Aber okay. Nicht schlecht. Also, aber von der Grafik und so, von der Story her schon sehr, sehr süß. Kleines Liebesspiel. Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder hier auf meinem Kanal auf Busalusma. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut.